Ja, kleine Unterbrechung, der Kollege musste telefonieren. Ja. Alles gut. Momentan bin ich nur der einen Überzeugung. Momentan gibt es noch eine Alternative. Weil, es müsstet ihr mal vorstellen. Welche Partei wählst du denn jetzt zur Zeit? Wem hast du denn gewählt vorher? Hast du schon mal gewählt? Ich habe immer gewählt. Okay, wer war das immer? Bei dir? Naja, immer die Guten. Also die Grünen, die vorgeben, die Guten zu sein. Es gibt in der gesamten Politik, in jeder Partei, kann nicht einer richtig wirklich gut sein. Weil es gibt keinen guten Menschen, der einen anderen auspresst. Und jeder muss auspressen. Aber was jetzt gepresst wird, der Hebel ist so lang, dass der kurz vor dem Pressen ist. Kurz vor dem Brechen ist. Die Spindel, wo gedreht wird, die ist schon am Glühen. Was sich in den letzten 20 Jahren bewegt hat, wie das Volk da ausgepresst ist und was da rausgeholt worden ist, das hat vorneweg mindestens 50 Jahre gedauert. Du bist jetzt Bundeskanzler, der Neueste. Was würdest du ändern? Die 10, oder sagen wir mal, 5 wichtigsten Punkte. Mach 10 draus, wenn du willst. Ich brauch nur 3 Punkte. Okay, Punkt 1. 3 Punkte, um eine richtig wahre, funktionierende, unsabotierbare Demokratie aufzubauen. Mhm. Der erste ist, das Volk, also die Partei, wo das Volk dahinter steht, die muss natürlich erstmal an die Macht kommen. Und dann müssen die das ganze Parteiensystem und erstmal definieren, was eine Demokratie ist. Weißt du, dass es auf der Welt keine Definition gibt, nicht was wirklich überhaupt eine Demokratie ist? Ja. Jeder macht ja seine eigene Demokratie und jeder schweißt an den Hebel an der Presse noch einen Meter an. Verstehe. Der Hebel ist schon so lang, dass der kurz vor dem Abbrechen ist. Aber wie meinst du das, wenn du sagst, das Volk muss an die Macht? Kannst du da mal konkreter drauf eingehen? Kann ich ganz konkret, also meiner Überzeugung nach, was ich erlebt habe, wie ich gestrickt bin und wie ich so geworden bin, was ich bin, ist meine Überzeugung, dass jetzt erstmal das System, was gar nicht mehr funktioniert, weg muss. Mhm. Neue Wahlen, dann ist ganz logisch. Also der erste Punkt war, das Volk an die Macht. Der zweite Punkt, kannst du mir den zweiten Punkt... Ich kann dir sagen, wie das Volk an die Macht kommt. Wenn jetzt der AfD an die Macht kommt, die ich auch wähle, na, schon seit es die gibt. Ich bin nicht in der Partei, ich bin in keiner Partei, aber ich wähle die, weil ich der Hoffnung bin, dass die erstmal um Rand zu kommen, wie jede Partei erstmal hinter dem Volk steht. Und das die AfD meinst du jetzt, ne? Ja. Ja, ja. Und das kannst du ja nicht leugnen. Das Volk steht nur in der AfD. Jeder nette Steuerzahler wählt die AfD, jeder normale. Und du im Moment auch? Na, schon seit es sie gibt. Ah, ja, okay. So, und wenn die rankommen, dann müssen die erstmal definieren, was überhaupt eine Demokratie ist. Und das Wichtigste an der Sache, es muss erstmal definiert werden, wer das Volk ist. Und wer die Bevölkerung ist. Es gibt, stell dir vor, du hast das Land und da hast du das Volk und da hast du das Herrschaftssystem. Alles, was vom Herrschaftssystem, von den abgepressten Geld vom Volk finanziert wird, gehört zum Herrschaftssystem. Mhm. Gehört nicht zum Volk. Das Volk ist nur der wirkliche, fassbare Werte schafft. No? Der Stützende, ne? Das Volk ist eher so das Stützende von unten. Es gibt momentan Länder ohne Regierung, zum Beispiel Frankreich. Aber es gibt auf dieser Welt nicht Land ohne Volk. Weil richtig. Ohne Volk geht nichts. Richtig. Wenn keine Werte geschaffen werden, dann kann kein Land existieren. Also du hast das Volk, du hast das Herrschaftssystem. Alle Macht muss vom Volk ausgehen, das heißt, das Herrschaftssystem darf gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwas zu entscheiden, zu wählen. Also erstmal kommt jetzt eine Partei rein, wo momentan das Volk dahinter steht. Mhm. Dann wird definiert, was ist das Volk? Ja? Okay. Also jeder, der irgendwas dazu beiträgt,
dass das Ganze überhaupt funktionieren kann, da mit seiner Hände Arbeit Werte schafft. Das ist das Volk. Ja? Und wenn das Recht dann also wirklich in den Händen des Volkes liegt, dass nur das Volk wählen kann, ja, wer sie regiert, dann ist schon der Anfang von der Demokratie gemacht. Cool, das war also der erste Punkt. Ja. Kommen wir zum zweiten Punkt mal lieber. Dann ist erstmal die Politiker abzuservieren, alle, jede Partei. No, es kann nicht sein. Absolvieren, die Politiker. Ja. Ah ja, geil. Geil. Pass mal auf. Das ist ein guter Gedanke, lustig. Auf, der Volk ist der Chef, ist der Chef. Ja. Und da demnach. Ja. Muss es dem Volk am besten gehen auf die. Genau andersrum willst du das machen, nicht? Genau andersrum. Ja. Ja. Die sollen gut und gerne leben, sollen von mir aus alles behalten, was sie sich erklaut, ergauen und erlogen haben. Ja. Sollen sich zur Ruhe setzen. Ja? Und das Volk muss bestimmen, wer oben an der Spitze ist. Wer das Volk muss bestimmen, wer es regiert. Und da brauchen wir nicht 4 Jahre warten. Ja. Das ist schnell gemacht. Die 15 Millionen, die wirklich noch Werte schaffen, die Wertschöpfer, ja, die sind schnell organisiert und die haben schnell eine Abstimmung gemacht. Wenn einer Scheiße baut, dann das ist cool. Er weg. Das ist eine coole Idee. Ja. Ja? Dann ist er weg. Egal, ob da jetzt, guck mal, jetzt haben die mit Waffengewalt die Macht, sich noch 2 Jahre festzubeißen. Ja. In 2 Jahren ist Deutschland dritte Welt. Da sind wir am Boden, da kriege ich keine Rente mehr. Oh, du sagst es. Ja. Und die Jugend hat keine Zukunft mehr. Ich bin hier, weil ich für mich, für das Volk, ich bin das Volk. Ich bin nicht für meine Kinder hier. Ja. Die sind groß genug, die müssen selber erkennen, die sind das Volk. Und meine Enkel sind auch schon groß genug, die tun auch schon mit ihren Händen Werte schaffen und halten sich selber am Leben und das Ganze hier. Ja. Aber für meine Urenkel, ich habe 2 Urenkel, na, für die bin ich hier, dass die irgendwann mal sich selber bestimmen können. Ja, für die wird es schwer später. Apropos das neue Selbstbestimmungsgesetz, das ist ja... Also laut deiner Aussage fährt die Regierung jetzt die letzten 2 Jahre mit Gewalt nochmal alles gegen die Wand. Die fahren das, was sie mitnehmen können, machen sie. Seit sie dran sind, fahren die das an die Wand. Das muss doch nicht jeder kapieren, was hier los ist. Mach die Ohren offen, guck dir die Welt an, die liegt in... Die brennt, die Welt brennt und es liegt schon alles, die Hälfte liegt schon in Schutt und Asche. Und sie interessiert das nicht? Hä? Und die da oben interessiert das nicht? Nee, die wollen das ja befeuern. Mhm. Die befeuern das ja, das ist an der Wand. Freunde, falls ihr euch wundert, der junge Mann hier ist gerade noch ein bisschen am Nickern. Da ist fix und fertig. Da, ja, da ist schon eine ganze Weile hier, da hat kaum geschlafen. Da hat heute noch das erste Mal wieder hier. Achso, der war die ganze auf den Beinen, ne? Nee, schon seit Tagen ist er hier. Ja. Und da haben wir hier den Tisch runtergeklappt. Da hat er das erste Mal sich wieder lang machen können. Und sonst hat er im Auto geschlafen. Mhm. Da ist er fix und fertig. Und das Schärfste ist... Ihr seht, dass, wie es wirklich ist, dass die Leute hier wirklich jeden Tag vor Ort sind. Dass das für sie auch kein Spaß ist. Hört man auch bei den jungen Mann heraus, oder? Es ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. Und man muss das auf jeden Fall ernst nehmen. Nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Politiker sind ja genau genommen ja dagegenüber, ne? Die sind ja gegenüber, schön im Warmen. Und das trinken ihr Kaffee in Gold wahrscheinlich? Sekt, ne? Ja. 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 Der Bauernpräsident mit dem Finanzminister, der Sekt trinken, dann sagen die, pass mal auf, wir brauchen jetzt ein spektakuläres Beispiel, dass wir hier die Guten sind in einer Macht. Ich meine, es ist ja... Die wollen ja mit Gewalt die Scheindemokratie am Leben halten, ansonsten werden sie schon lange mit Panzer hier angerollt. Ja, die wollen die Scheindemokratie und jetzt geht ja nicht das Volk durch rechts auf die Straße. Meinst du, die würden das, wenn das Volk ausflippt, ist nur eine Frage, ist keine Feststellung. Weil ich bin kein Typ, der jetzt hier irgendwie gewollten Bürgerkrieg auslösen will oder sowas. Aber ich frage ja nur, meinst du, wenn das Volk aufstehen würde, würden sie mit der Bundeswehr kommen? Die würden mit Gewalt sich festrollen und das Scheiß aufs Volk. Die würden aufs Volk scheißen, aber nur auf den Teil. Hm. Weil ohne Volk kann kein Land existieren. Das heißt, sie würden mit Gewalt ihre Position verteidigen. Dilde ein und erziehe Millionen. Pass auf. Die kommen mit dem Panzer an und machen alles platt. Wir machen alles platt. Mhm. Nur
Um die Fäden, ja, da brauchst du eine Loche. Denkst du, das ist so eine Scheiße morgen, ne? Ey, guck ja. Alle die Polizei hat das ja bis jetzt immer gut gemeistert. Guck doch China an, guck doch Russland an. Ja. Die scheißen auf Volk, jeder auf dieser Welt. Ich bin ja nicht das deutsche Volk, ich bin das Volk. Ja, ich verstehe dich, richtig. ich verstehe dich, ja. Ja. Und die scheißen auf jedes Volk. Der Putin scheißt das Volk, der Biden scheißt das Volk. Die machen sich und ihren Kumpels die Taschen voll. Mhm. Und die Presse wird immer länger daheben. Du meinst, Putin ist auch ein, so einer? Auch unter Putin einer, ist dasselbe Verbrecher wie jeder. Unter einer Decke alle. Jeder. Alle sind gleich, sagst du, ja. Ich will ja nicht sagen, Verbrecher, wie gesagt, ich bin einfach gestrickt. Es gibt nur gute Menschen und schlechte Menschen. Okay, das heißt, alle, die oben sind. Menschen, die auf Kosten von anderen leben, die belügen, betrügen, beklauen von hinten und vorne und den Hebel immer noch länger machen. Also das falls sich die Leute denken, ey, der schützt jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, die und die. Nein, er ist auf keiner Seite. So wie ich das verstanden habe. Und alle Politiker, die Macht ergreifen, sind irgendwo alle gleich. Die reichen sich die Hand. Sind dieselben Verbrecher. Also dieselben schlechten Menschen. Heftige Aussage. Aber hast du... Nee, das ist keine Aussage, das ist meine Überzeugung. Was haben wir? Ich rede hier... Zu deiner Meinung, ja. Ich rede hier von mir, von meiner Überzeugung. Und meine Überzeugung ist, dass ich die Aufgabe habe, jeden Einzelnen, der noch mit seiner Hände Arbeit Werte schafft, hierher zu bringen und zu sagen, ich bin das Volk. Ja. Verstehe mich richtig? Heftig, ja. Ich nenne den Anspruch, ich bin der Größte, ich bin das Volk. Nee, ich will jeden davon überzeugen, hierher zu kommen mit ich bin das Volk. Und wenn alle hier sind, die paar Männer, die hier noch arbeiten, dann können wir schreien, wir sind das Volk. Und dann können die nur noch zurücktreten. Dann geht nichts mehr. Dann können die nicht mehr mit den Waffen hier. Du meinst, wenn alle gleichzeitig aufstehen, auch nicht nur europaweit, weltweit, dann ist es vorbei, dann ist das Spiel vorbei, ne? Aber ihr Land muss ja auch mal anfangen. Mir haben sie mein Leben lang erzählt, halt doch deine Schnauze, alleine kannst du nichts verändern. Ja. Und jetzt mit 66 bin ich dahin gekommen. Ich bin der Überzeugung, ich kann was verändern. Starke und wenn ich zwei Mann hierher bringe, guck mal, ich bin 1500 Kilometer gefahren, weil ich den Martin in seiner Schneeburg im Zelt gesehen habe, wie sie den behandelt haben, was sie mit denen gemacht haben. Ach, der Kollege, der gezeltet hat, hier geschlafen hat. Ja, deswegen bin ich jetzt hier. Und ich hoffe, dass noch viel, viel mehr hierher kommen, weil ich jetzt hier bin. Na, auf jeden Fall, dafür machen wir euch die Aufnahmen. Ja. Ja, und ich will das in die Welt hinausbringen. Jeder, der mit seiner Hände Arbeit schafft, ist das Volk. Und wenn die jetzt alle zu sich, die brauchen ja noch nicht mehr herkommen, die brauchen bloß sich alle gemütlich in der Hängematte legen und sagen, ich bin das Volk, ich will jetzt ein Bürgergeld. Ja. Meinst du, die Leute sind, die wären zu gemütlich, es wird alles zu lasch? Nein, das hat einen ganz anderen Grund. Oder sie sind in ihrer Komfortzone und wollen einfach nicht, solange das Bier oft... Keiner ist mehr in der Komfortzone, keiner da das jeden war's, sagst, ja? aufstehen also die fühlen arbeiten. Das, sagst du, ja? Die fühlen, dass das was nicht stimmt. Jeder weiß, dass das nicht mehr stimmt, aber keiner... Guck mal an. Warum spielen die dann so lange noch mit? Weil die jeden versklavt haben. Jeder hängt an der Kette. Ich habe versucht, meine eigenen Kumpels, die ich noch aus der Jugendzeit kenne, hier mit herzubringen. Was haben die gesagt? Na, entweder ich muss ja arbeiten, ich muss das machen, ich muss das abzahlen, ich muss das machen. Jeder ist also an der Kette angelegt, dass denn die Luft schon lange abgeschnürt ist. Das ist heftig. Und solange wie irgendein Mensch noch irgendwas besitzt, na, dann will er das verteidigen. Aber da steht nicht öfter, solange wie der Mensch noch ein bisschen was hat. Das Schlimme ist ja, die Menschen, die ganz gefährlich sind, sind die, die nichts haben, die nichts zu verlieren haben. Mhm. Ja, die hier nichts arbeiten, nichts zu verlieren haben. Die, sagen wir mal, vergewaltigen und auch abstechen und dafür dann ein angenehmes Leben, ein paar Monate im Knast oder in der Psychiatrie und dann wird auf die Menschheit losgelassen werden. Daraufhin kommen wir auch schon zur Flüchtlingspolitik. Was sagst du zu dieser? Zur Flüchtlingspolitik kommen wir später. Ich gehe ja erstmal von mir aus. Ah ja, okay. Und ich,
ich bin am Ende. Meine Nieren sind kaputt, meine Knochen sind kaputt. Ich habe 50 Kilo abgenommen in 2,5 Jahren. Nee, weil du gesagt hast, sehr viele kommen her und haben auch nichts mehr zu verlieren. Weißt du? Viele haben ja nichts. Na, ich zum Beispiel, ich habe gar nichts mehr zu verlieren. Nichts, was mir die Zeit sowieso demnächst nimmt. Aber ist Frieden nicht der bessere Weg, friedlich alles zu klären? Frieden ist das A und O, das ist alles, was es gibt. Hm. Weißt du, wie glücklich ich bin, dass ich noch nie einen Krieg erlebt habe? Ja. Das ist das Einzige, was zählt. Krieg ist nur Mord und Zerstörung. Ja. Und jeder, der den Krieg beheizt und noch Waffen und Waffen und Waffen liefert, vor allen Dingen, das müsst ihr auf der Zunge zergehen lassen, wir schicken Waffen dorthin, um gezielt Russen kaputt zu machen. Mhm. Und das sind Waffen, die Menschenleben retten. No? Bei mir im Volk kommt das so an, die Russen müssen vernichtet werden, weil es keine Menschen sind, weil unsere Waffen, die retten ja Menschen. Und die Russen sind keine Menschen, das hat die damit ausgesorgt. So kommt das an. Also bis gegen Waffenlieferung auch, ne? Ja. Ich bin gegen jede Gewalt. Stimmt, weil mit Gewalt, du kannst Gewalt mit Gewalt nicht bekämpfen, das sollte es nicht so sein. Von den guten Menschen wird nie irgendwie aus der Gewalt ausgehen. Ja, ja. Von den guten Menschen ist Gewalt eine Notlösung. Und ich sage dir, wirklich gute Menschen können ganz, ganz schlimme Dinge tun, wenn sie am Boden sind, wenn sie nicht mehr zu verlieren haben. Einer meiner besten Kumpel sagte mir, die Deutschen, das ist doch eine Kälterrasse. Weißt du, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, weißt du was? Das stimmt. Aber vergiss eins nicht. Auch der kleinste und der älteste Köder, der beißt zu, wenn er in der Ecke getrieben hat, wenn er nichts mehr anderes kann. Und dann kann jeder gute, definitiv. Dann kann jeder gute Mensch ganz, ganz schlimme Dinge tun. Ja. Das sage ich dir. Meinst du, dass es passieren kann, dass die Leute, die Menschen in Deutschland komplett auf die Barrikaden gehen? Oder werden sie so lange aushalten, solange es geht? Der Deutsche ist ja sehr geduldig, wird gesagt. Ich weiß es nicht. Ich frage ja nur. Der Deutsche hat gute Werte. Ja, der deutsche Volk ist sehr geduldig. Also bis zum Schluss. Es ist sehr duldsam. Also ich rede jetzt von mir, weil ich bin ja das Volk. Ja. Ich habe mein Leben lang alles mitgemacht, alles ertragen, alles erduldet, bis sie mich so ausgelutscht haben und ausgepresst haben, bis Blut kam und leere Knochen. Ja? So lange. Aber jetzt habe ich erkannt, ich bin der, der die ganze Welt am Laufen hält. Ich bin das Volk. Überleg doch mal. Ich habe in der Dreckszone 30 Jahre lang bin ich gezwungen worden, dafür zu arbeiten. Mit Waffengewalt haben die mich dort gezwungen. Das habe ich auf Inneres auch gesorgt. Das sagen die Menschen das. Ist doch nicht ganz einfach. Man kann ja nur noch ins Auto gehen, dann fahren wir Richtung Brandenburger Tor. Mhm. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir nicht mit Waffengewalt gezwungen werden, hier zu bleiben. Aber du musst doch nicht mehr zu sagen von der Stasi. Ja. Ich habe alles erduldet und dann war es mal voll. Da hatte ich nur noch einen Ausweg. Ja. Und da habe ich gedacht, jetzt machst du in der freien Welt. Hättest du damals gedacht? Ich bin noch nicht ganz falsch. Okay. Ich habe wirklich 30 Jahre in der Zone mein Bestes gegeben, dass die Welt am Löwen bleibt. Mhm. Und ich war noch keine 2 Jahre weg. Mhm. Und das geht alles im Bach runter. Ich, das Volk, ich war weg. Mhm. Und 2 Jahre später haben die nichts anderes zu tun, als mir hinterher zu kommen, das Regime hier zu übernehmen und wieder anzufangen, den Hebel. Und dann jetzt mit einer Geschwindigkeit dreht sich die Spindel, dass die schon glüht. Die glüht schon. Ja. Und es dauert nicht mehr lange, bis die bricht, bis jeder erkennt, dass er der ist, der die Welt am Laufen hält. Er ist das Volk, der hier arbeitet, der hier Werte schafft. Ja. Kommen wir mal zum weiteren Punkt. Jawohl. Also, jetzt bin ich fertig. Ich habe mich fertig. Okay, und bei dem nächsten Punkt sehen wir das natürlich im nächsten Video mit dem jungen Mann. Sehr, sehr interessante Unterhaltung. Sehr, sehr bereichernd. Er hat nun mal Sachen gesehen, die wir nicht gesehen haben in der neuen Generation. Und ja, schaltet um zum nächsten Video.
Danke dir auf jeden Fall erstmal für dieses Video und wir machen gleich nochmal ein neues. Wie heißt du nochmal? Du bist 66 Jahre alt? Ich bin 66 Jahre alt und ich bin das Volk. Okay. Wie ist dein Name überhaupt? Mein Geburtsname ist Frank Ühlig. Frank Ühlig, ah, okay. Jawohl. So, ich danke dir. Wir hören uns jetzt im nächsten Video. Schaltet um, Freunde. So.